Also Ralf, warum hast du es auf dich genommen, hier 40 Kilogramm bis nach Karlsruhe zu transportieren? Das hat Dimensionen auf verschiedenen Ebenen oder verschiedene Dimensionen. Das eine ist, wir haben uns entschlossen, das zu machen, als das Bundesverfassungsgericht angefangen hat, Urteile zu fällen, die in keiner Weise mehr mit den Grundrechten zusammenhängen. Es gibt das Urteil über die sogenannte Bundesnotbremse. Und da hat das Bundesverfassungsgericht keinen einzigen Gutachter aus der Gegenpartei zu einer Stellungnahme aufgefordert. Gar nichts. Stattdessen hat man sich von Frau Merkel zum gemeinsamen Abendessen einladen lassen. Und dann ohne öffentliche Verhandlung ein schriftliches Urteil rausgesetzt, in dem ausschließlich die Gutachter der Regierung und die Regierung selbst zu Worte kamen. Das war schon der Hammer, ja. Das muss man mal sagen. Ja. Und wo sie sich da getroffen haben, die Verfassungsrichter mit der Bundesregierung, haben sie Impulsvorträge gehalten über das Thema Handeln in unübersichtlichen Zeiten oder sowas. Ne? Und der Herr Eduard Prantl hat über das Urteil gesagt, die hätten Richtlinien setzen müssen, wie man sich verhält, anstatt zu sagen, Not erlaubt alles, Not macht alles erlaubbar. Und das haben sie ja nicht gemacht. Die haben ja nie mit den Gegnern oder mit den anderen Gutachtern geredet, auch als Regierung. Die haben ihre festgelegten Gutachter und diese Gutachter sind alle von der Industrie geschmiert. Und mit den anderen wird nicht geredet. Und der Herr Eduard Prantl hat gesagt, er wäre zornig, entsetzt und das Urteil sei, sei schrecklich, also empörend und alles. Und es könnte sein, dass dadurch insgesamt eine Kehrtwende des Bundesverfassungsgerichtes eingeläutet sei. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist, man hat dann 2G++ eingeführt. Also man muss, um ins Bundesverfassungsgericht zu kommen, geimpft sein, genesen, plus Maske, plus frischen PCR-Test. Und dann laut Regierungsdogma ist der PCR-Test der sichere Anzeiger, ob man infiziert ist oder nicht. Deswegen hätte auf jeden Fall gereicht, einen PCR-Test zu machen, weil die Geimpften genauso infektiös sind wie die Nicht-Geimpften. Deswegen ist es uninteressant, ob die Leute geimpft sind oder nicht geimpft, sondern interessant ist, ob sie im Moment, wenn der PCR-Test die Aussagekraft hat, die die Regierung unterstellt, ob sie dann in diesem Moment infektiös sind oder nicht. Ist das deutlich? Damit hat das Bundesverfassungsgericht den Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, in den Satz, die Würde des Geimpften ist unantastbar geändert. Und die gesamte Grundrechtsdebatte nur noch auf die Geimpften. Weil wenn so agiert wird, können Ungeimpfte ihre Sachen vor Gericht nicht mehr vortragen. Und auch ihre Anwälte und ihre Gutachter, die dann meistens auch ungeimpft sind, können ihre Probleme nicht mehr vortragen. Und das ist für mich jetzt ganz wichtig. Es ist völlig uninteressant, ob ich sage, Impfung ist richtig oder Impfung ist unrichtig. Interessant ist, dass hier etwas passiert, wo die Menschenrechte gebrochen werden. Dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf der Ebene der unmittelbaren Menschenrechte, sondern auf der Ebene einer von der Regierung vorgegebenen Kampagne Regierungspolitik macht, anstatt gegen die Regierung dafür sorgt, dass die Grundrechte eingehalten werden. Und wenn man sieht, wie weit die Regierung mit ihren gesamten Entscheidungen vom Grundgesetz schon weg ist und wie eigentlich jede Entscheidung im Bundesverfassungsgericht landet und das Bundesverfassungsgericht damit eigentlich völlig überfordert ist. Mein Wort heißt immer, das Bundesverfassungsgericht ist wie ein Dixi-Klo auf einem Riesenfestival. Es kann mit dem Mist nicht mehr zurechtkommen und überall geht deswegen alles in die Hose. Und das bringt die gesamte Gesellschaft in Aufruhr. Weil die Regierungen nicht mehr funktionieren, die agieren so, als gäbe es das Grundgesetz nicht. Was macht unser Militär am Hindukusch? Das ist grundgesetzlich völlig unabgedeckt. Mhm. Wie sieht die EU aus? Wie kann es sein, dass Politiker ihre Souveränität an nicht demokratische Institutionen abgeben? Ja, also solche Sachen gibt es Tausende. Ne? Was ist mit Glyphosat? Das wird ja nicht in Deutschland entschieden, das wird in der EU entschieden. Und so weiter. Es gibt also so viele Tausende Möglichkeiten oder Probleme, die existieren, die einfach nicht mehr...